Schwungvoll ging es in den Abend. Die Trommelgruppe Play aus Görlitz gab den Rhythmus vor bei der Jugendsportler-Ehrung. Die besten Nachwuchsathleten aus dem Landkreis wurden ausgezeichnet. Sportlerinnen und Sportler aus 313 Vereinen standen zur Wahl. Eine unglaubliche Vielfalt mit ebenso vielen Sportarten. Es gibt schon so ein paar Kernsportarten, die wir hier besonders mit haben. Das sieht man halt auch jedes Jahr bei der Jugendsportler-Ehrung bei den erfolgreichsten. Aber wir sind schon generell sehr breit aufgestellt, kann man schon wirklich sagen. Also gerade auch so Randsportarten werden halt immer beliebter, denke ich, hier im Landkreis und sind eben dann auch Stück für Stück jetzt hier auch mehr vertreten mit tollen Erfolgen. Zu den erfolgreichsten Vereinen im Nachwuchsbereich zählt seit jeher der Pirnaer Ruderverein. Auch 2018 konnten die Elbe-Ruderer ihr Ausnahmekönnen unter Beweis stellen und so wurde Johanna Sinkewitz zur Nachwuchssportlerin im Landkreis gekürt. Nils Seifert erhielt die gleiche Auszeichnung bei den Jungs. Auch wenn er mittlerweile am Stützpunkt in Dresden trainiert, Nils Seifert ist mit dem Pirnaer Ruderverein nach wie vor eng verbunden. Auf Regatten und so, wenn man sich sieht, dann ist das schon wie eine Familie, würde ich behaupten. Der Pokal für die Mannschaft des Jahres ging ebenfalls nach Pirna. Die Funky Arrows, das WM-erprobte Cheerleader-Team, konnte sich deutlich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit der Trophäe als bestes Team im Landkreis im Gepäck geht es jetzt ab nach Amerika. Denn schon in wenigen Wochen finden in Orlando die Vereinsweltmeisterschaften statt. Also am 30. fliegen wir und am 3., 4. Mai ist dann der Wettkampf dort. Und ich glaube, unsere Eltern wollen so ein bisschen Public Viewing machen, dass man das alles sehen kann. Und ich weiß nicht, ob es öffentlich wird, also, aber das kann man auf jeden Fall verfolgen. Wir werden noch viel posten und dann, ja. Besonders heiß begehrt bei der Jugendsportler-Ehrung war die Wahl zum Liebling der Fans. Your Favorite. In allen drei Kategorien wurden Sportlerinnen und Sportler der SG Weißig. Die Leichtathleten konnten die meisten der über 15.000 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Ja, die haben wahrscheinlich die meiste Werbung gemacht. Also die waren online sehr, sehr stark und die werden wahrscheinlich einfach da gut ihre Werbetrommeln berührt haben. Und noch eine Ehrung durfte nicht fehlen. Zum bereits 11. Mal wurde der Sparkassen Youngster vergeben. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis ging in diesem Jahr an Rennrodlerin Jessica Degenhardt. Für uns ist halt auch wichtig, wirklich besondere Leistungen nochmal extra zu ehren. Von Leuten, wo man auch wirklich die als Nachwuchstalente bezeichnen kann. Das hängt natürlich auch viel mit den Vereinen zusammen, die dahinter stehen, die Trainer, die Ehrenamtlichen. Und das wollen wir eben unterstützen. Deswegen gibt ja die Sparkasse immer großzügig die 1.000 Euro, die wirklich dafür angelegt sind, den Nachwuchs in den Vereinen mehr zu fördern. Eben dann meistens mit der einen Sportlerin, eben heute mit der Jessica, die da quasi stellvertretend auch für all die großen Erfolge im Landkreis stehen. Mit Trommelwirbel und dem Bild der Sieger ging die Jugendsportler-Ehrung zu Ende. Auf die Erstplatzierten wartet jetzt noch eine besondere Freude. Sie sind Ehrengäste bei der großen Sportgala des Landkreises Anfang April.